Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung zu dem Film Abigail. In diesem Film möchte der ein Mann namens Lambert, gespielt von Giancarlo Esposito, den man aus dem Breaking Dead Bad Franchise kennt, eine kleine Ballerina entführen lassen. Und, er und die kleine Ballerina wird gespielt von Alicia Whale. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Die kennt man zum Beispiel aus kleine schmutzige Briefe oder aus Roland Dells. Also ist noch nicht so bekannt. Und ähm, ja, der Lambert stellt halt ein Team aus verschiedensten Charakteren zusammen, nämlich aus Dean, gespielt von Angus Cloud. Den kennt man zum Beispiel aus The Lucky Day. Der ist so ein bisschen, ja. So der, der, der ähm, Fluchtwagenfahrer, kann man mal so sagen. Sonst hat er da nicht so wirklich ähm, viel zu tun. Der ist auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen ja junkie-mäßig und so. Eigentlich nicht so der verlässliche Typ. Man fragt sich auch wirklich, warum der in diesem Team überhaupt drin ist. Dann ähm, Joey, gespielt von Melissa Barrera. Die kennt man zum Beispiel aus Scream 5 und 6. Die ist so ein bisschen ja, sagen wir mal so, die. Babysitterin und äh, hat halt so den Auftrag zu gucken, dass es an dass Abigail halt gut versorgt ist. Dann Sammy, gespielt von Catherine Newton. Ja, die kennt man zum Beispiel als Lisa Frankenstein oder aus dem Film ähm, Der Sexpakt. Sie ist die Hackerin und hackt sich da in allen möglichen Sachen rein, um halt die ganzen Sicherheitssysteme auszuschalten, denn Abigail kommt aus reichem Hause. Dann Peter, gespielt von Kevin Durant. Der ist, äh, den kennt man zum Beispiel aus äh, Real Steel zum Beispiel oder aus äh, Planete der Affen, New Kingdom. Der ist so ein bisschen ja, er ist nicht der die hellste Birne am Kronleuchter, aber er ist halt ein Typ fürs Grobe halt. Also den bringt man nicht so schnell auf den Boden. Dann Dan Stevens. Der spielt der spielt Frank. Und Frank ist ein ehemaliger ähm, Cop, der halt, ähm, ja, sich da so ein paar Dinge geleistet hat, die ihm da halt ähm, Steine im Weg gelegt haben, dass er jetzt halt nicht mehr bei der Polizei ist. Und dann gibt es noch Rickles. Der wird gespielt von William Catlett, Den kennt man zum Beispiel aus Charm City Kings oder Love Is. Und ähm, ja. Er ist so, so ein bisschen militärisch angehaucht. Und ähm, ja, dieses Team macht sich halt auf den Weg, um Abigail zu kidnappen. Und was sie auch relativ gut und einfach schaffen und so. Und bringen das Kind halt zu Lambert. Und Lambert hat so eine alte, verlassene Villa halt, ähm, ja, ausgeguckt, um halt Abigail dort halt festzuhalten bis ihre Eltern, denn sie sind ja aus reichem Hause, Lösegeld gibt. Und das sollte innerhalb von 24 Stunden passiert sein. Also soll sich das Team dort 24 Stunden halt einquartieren und ähm, auf Abigail aufpassen, dass sie nicht abhaut und so. Ja, und die machen das dann halt, machen sich dann halt so gemütlich, denken, ja, das ist jetzt jetzt noch Chili Milli hier und ähm, da passiert jetzt nichts Großartiges, bis sie herausfinden Wessen Tochter das ist, denn das ist denen bis dato nicht bekannt. Sie wissen nur, dass sie ein Kind von einer reichen Familie entführen. Und als sie herausfinden, welches Kind das ist, da machen sie sich echt in die Hosen. Denn mit diesen Leuten, beziehungsweise mit ihren Eltern, legt man sich nicht an, was hinterher das kleinste Problem sein sollte. Ja, so ungefähr kann man die Story halt beschreiben, ohne zu viel zu verraten. Ja, es ist halt mal wieder ein Horrorfilm und ähm, er hat wirklich seine lustigen Momente, er hat auch wirklich seine spannenden Momente. Leute, die auch gerne ein bisschen Splatter mögen, die kommen dort auch auf ihre Kosten. Aber es ist halt so ein bisschen, ja, alles ein bisschen, ein bisschen, sag ich jetzt mal, Sachen zusammengemixt. Man hat jetzt halt so ein bisschen diese, diese Truppe, diese Entführungstruppe, die das macht halt. Dann diesen. Gangster, der im Hintergrund so ein bisschen die Fäden zieht, dann hat man ein bisschen Ballerina-Zeug reinge reingebracht und dann hat man so ein bisschen Horror reingebracht mit ein bisschen Splatter und dies und das. Und ich finde, ja, der Film ist jetzt nicht schlecht, aber er ist jetzt auch keine Wucht. Ich finde, der Film lebt wirklich sehr viel von diesen Schauspielern beziehungsweise von den Charakteren, die die Schauspieler darstellen, denn ähm, die Charaktere sind so bunt zusammengewürfelt, wo man sich wirklich denken würde, welcher Gangsterboss, der bei klarem Verstand ist, tut dann diesen oder jenen Charakter in dieses Team hinein. Manche Leute machen ein bisschen mehr Sinn, andere machen eigentlich so gar keinen Sinn. Warum macht man das? Und das ist eigentlich so die, die spannendere Frage für den ersten Teil des Films. Man gibt diesen Leuten dann auch erstmal fiktive Namen, damit da keiner sich irgendwie verplappern kann, falls sie von den Kopf gefasst werden würden oder so. Ja, damit ähm, hat man erstmal so erstmal den Grundplot gelegt und ähm, ja, danach geht es dann so ein bisschen von, sag ich jetzt mal, ja, so ein bisschen Action, sodass man halt so diese Spionage-Action, beziehungsweise Entführungs-Action, halt dann in die, in die Horror-Sektion rein. Und ähm, ja, die Effekte sind wirklich gut gemacht. Das sieht eigentlich alles sehr sauber aus. Auch so, 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 dieses diese diese Masken und sowas alles. Das passt auch wirklich gar nicht mal so schlecht. Also, da habe ich echt ähm, gedacht, ja, okay, das ist in Ordnung. Aber irgendwie hat mich der Film jetzt nicht vollkommen überzeugen können. Obwohl der Film nicht schlecht ist, hat er mich einfach nicht überzeugen können. Ich weiß nicht genau, wieso und warum, weil es war, der Film hat wirklich gute Momente. Aber mir hat da irgendwie dieses, dieses gewisse Etwas gefehlt, was in dem Film jetzt wirklich nochmal. Eine Stufe höher gehoben hätte, wo ich jetzt gesagt hätte: Boah, geil. Es liegt vielleicht daran, dass das Horrorgenre momentan generell irgendwie so das Problem hat, dass es irgendwie so ein bisschen, ja, so ein bisschen feststeckt einfach und es kaum Filme gibt, die so irgendwie so aus dieser Masse herausbrechen. Da ist dieser Film durch seine Charaktere her schon einer der Filme, die interessanter sind, aber jetzt auch meilenweit davon entfernt, um jetzt, sag ich jetzt mal, extrem geil zu sein und ähm, ja der ton der ist wirklich wirklich teilweise richtig gut geworden gerade so was so hall und Echos und sowas angeht das haben die echt sehr gut eingebaut oh, jetzt habe ich ein bisschen Schluck auf ähm, ja hall Echos also das haben die wirklich sehr gut hingekriegt weil es auch wirklich diese diese villa die gibt das auch einfach her die ist wirklich groß. Und da ist natürlich Hall und Echo natürlich sehr gut ähm, vernehmbar. Ja, und ähm, welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Freunde der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content-Creator: T-Shirts, Hoodies, Tourenbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos. Und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Hier könnt ihr frei wählen. Größe, Farbe, alles, was ihr wollt. Also randa und holt euch den Stuff. Bis demnächst. Ja, da sind wir wieder. Ja, Abigail. Ein Film mit Horror, mit Ballerina-Style, mit einem bunt gewürfelten Team und ein Giancarlo Esposito, der als Gangster-Boss beziehungsweise als Auftraggeber die Fäden im Hintergrund sieht. Ein Film mit ähm, sehr viel Humor teilweise, mit ähm, bisschen Splatter drin, mit einem bunt gewürfelten Team, das wirklich auch ähm, seine lustigen Momente hat, mit sehr viel ähm, ja mit sehr viel Charakterarbeit, muss man sagen, weil die Charaktere sind teilweise echt gut geschrieben und ähm, ja somit ähm, Macht man sich jetzt einen Film zusammen, bastelt man sich einen Film zusammen für das Horrorgenre? Ja, der Film ist wirklich etwas schwierig zu beschreiben. Aber wenn ihr den Film mal sehen solltet, könnt ihr ruhig auch im Stream machen. Denn so krass ist das jetzt alles jetzt nicht unbedingt. Aber man kann wirklich sagen, für die Charaktere und für die schauspielerische Leistung und was da alles geboten wird, kann man schon so zwischen drei und vier Totenköpfen kann man auf jeden Fall geben. Weil der Film ist wirklich. Überdurchschnittlich, der ist nicht darunter, aber der ist weit davon entfernt, ein richtig krasser Horror, geiler Horrorfilm zu sein. Also da gibt es einfach definitiv ja, interessanteres, besseres, das kann man dann halt sehen, wie man will. Ja, wenn euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis demnächst.